Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mythic 2 Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und zwar folgendes. Ich bin jetzt gerade dabei, also beziehungsweise wir haben in der letzten Folge haben wir ja das Thema Fusion Reactor ganz einfach thematisiert. Und zwei Projekte, die jetzt entsprechend halt anstehen bei mir, oder drei Projekte, die dann anstehen bei mir, sind also Thema 1 ist ganz einfach SPS Casing. Da fehlen mir allerdings jetzt gerade noch so ein paar Polonium-Pellets. Müssen wir mal gucken. Das heißt, wir brauchen Polonium. Okay, haben wir 44 drin und wir bräuchten, jetzt muss ich einmal gucken, SPS haben wir 48. Wir brauchen allerdings 60 und das heißt, wir brauchen momentan noch 4 Polonium-Pellets, um das SPS-Casing oder beziehungsweise den Supercritical Phase Shifter zu installieren. Der kommt dann auf die erste Etage und wird dann auch mit entsprechend integriert werden in die Mauer und in die Wand. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Punkt 1. Die nächste Sache ist die Erzverfünffachung. Wenn wir da mal gucken auf die Erzverfünffachung, da brauchen wir den, brauchen glaube ich irgendwie irgendwelche Slowies immer. Und das wird hergestellt in der Chemical Dissolution Chamber mit Sulfuric Acid. So, und da möchte ich euch mal eine Kleinigkeit zeigen, womit ich angefangen habe, was allerdings noch deutlich erweitert werden soll. Und wir können mal gucken, dass wir vielleicht eine Sache zusammen aufbauen, so für die Logik her. Also wir brauchen den Chemical Dissolution Chamber, und zwar Sulfuric Acid brauchen wir für die Erzverfünffachung. Das habe ich hier schon mal alles vorbereitet, Sulfuric nicht, sondern hier ist hier geht Sulfuric Acid rein und wir haben jetzt hier, muss ich mal einmal kurz gucken, haben wir schon den Output halt ganz einfach gesetzt und wir sehen hier, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was gebraucht werden. Hier werden noch 203.000 Millipackets gebraucht werden, damit die Leitung hier voll wird und dass wir unten sozusagen halt auch einen entsprechenden Speicher haben von Sulfuric Acid, weil hier nämlich was entsprechend rauskommt und hier im Chemical Dissolution Chamber entsprechend weiterverarbeitet wird. Und hier in der Chemical Dissolution Chamber haben wir ja Fluorid und da wird dann Hydrofluorid in entsprechend halt hergestellt, damit dann entsprechend verarbeitet werden kann. Genau. Und dieses Hydrofluorid brauchen wir ja, um hier sozusagen im Chemical Infuser dann am Ende Uranium-Hexafluorid herzustellen. Und das ist der entsprechende Weg. Aber wie ihr seht, hier sind einige Felder auch noch leer und ausgegraut und da müssen wir halt entsprechend beigehen, weil dort zusätzliche Rohstoffe benötigt werden. Also wenn wir jetzt hier mal reingucken, zum Beispiel im Chemical Infuser, da brauchen wir zum Beispiel Uraniumoxid, da brauchen wir Yellow Cake Uranium im Chemical Oxidizer, nämlich hier. Und das haben wir gerade nicht bei uns im ME-System halt ganz einfach drin. Das ist tatsächlich ein Problem. Und wenn wir hier mal diese Reihe mal einmal weitergehen, da haben wir nämlich genau dasselbe Thema, ganz einfach dann auch Richtung ME-System und Co. Und da müssen wir beigehen und da Automatisierung halt ganz einfach schaffen, damit diese Rohstoffe rankommen. Das heißt, wir haben hier Sulfuric Acid, und das bedeutet, wir brauchen einmal Sulfurtrioxid. Das stellen wir hierher im Chemical Infuser aus Oxygen und Sulfurdioxid. Und Sulfurdioxid erhalten wir im Chemical Oxidizer aus Sulfurdust. So, und ich hatte ja schon gesagt gehabt, dass ich zwei Möglichkeiten entwickelt habe, Sulfurdust ranzubekommen. Eine Möglichkeit ist ganz klar sozusagen über den Mechanismenweg. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Pressurized Reaction Chamber und auch hier eine Pressurized Reaction Chamber mit Wasser und Oxygen und ausgestattet mit kompletten Upgrades, produziert die Pressurized Reaction Chamber Sulfurtast und wird entsprechend hier reingepumpt. Jetzt ist allerdings dann natürlich die große Fragestellung. Wir brauchen, um das Ganze hinzubekommen, also Sulfurdust. Gut, hätten wir jetzt hier einmal. Das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen was beim Mechanismen. Okay, ist aber direkt instant wieder weg. Also, das heißt, wir sind schon am Limit, was die Produktion angeht. Okay, was wir aber benötigen, ist Block of Coal. Das heißt, da brauchen wir 623 Blöcke of Coal.
Und die müssen natürlich entsprechend irgendwo hergestellt werden. Und wir sehen, wir sind auch hier eigentlich am Produktionslimit sogar mittlerweile. Das heißt, da geht tatsächlich nicht mehr besonders viel. Bedeutet ganz einfach, wir haben eine Automatisierung geschaffen für Kohle. Wenn wir da nochmal reingucken, hier Kohle. Ah, okay, hier, da ist nämlich das Problem. Das heißt, wir kriegen die Kohle nicht schnell genug an den Mann oder nicht schnell genug ran, ganz einfach. Das ist nämlich das Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen ist das hier auch so ein bisschen verzögert oder bei einem Plus-Minus-Null-Spiel. Ich habe nämlich Folgendes konfiguriert. Wir sind auf der dritten Etage mittlerweile, ist komplett neu, die dritte Etage. Und wir haben keine Torches mehr. Das ist ja auch schon wieder eine coole Sache. Okay. Wir nehmen uns nochmal ein paar Torches. Und wie gesagt, auch hier müssen wir natürlich für einmal ein vernünftiges Lichtkonzept dann irgendwann demnächst noch sorgen. Okay, wir stellen das Ganze mal auf und ich möchte euch einmal zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Wir haben hier ein ME-Interface. Und wir haben hier verschiedene Sachen, die hier eingestellt sind, ganz einfach. Das heißt, wir können einmal gucken. Das heißt, wir nehmen einmal, machen wir auch mal einen Screenshot. So als Thumbnail oder sowas in die Richtung. Und genau, also wir haben jetzt hier ein ME-Interface und als erstes aufgebaut wird diese Reihe so. Mit Smart Cables und an unten, oben und auch nochmal komplett unten kommen sozusagen ME-Level-Emitter ran. Dann wird das Ganze hier versorgt mit einem Export-Bus und dann sozusagen auch mit Cables. Und es gibt noch eine Verbindung sozusagen hier oben lang, damit auch die Export-Buses konfiguriert sind. So, und jetzt kann man dann natürlich sagen, okay, ich möchte ganz einfach gerne haben mindestens 1000 Blöcke auf Kohle immer in meinem Inventarsystem. So, um sozusagen Sulfur Dust ganz einfach herzustellen. Und wollen wir hier nochmal gucken. Das bedeutet, wir gehen nochmal rein, Block of Coal. Und wir sehen, es ist ein Plus-Minus-Null-Spiel wirklich jetzt schon hier. Und die Kohle kommt an der Stelle halt nicht so richtig ran. Weil wir dann halt auch immer nur einen einzigen Coal-Ore-Block sozusagen reinpacken. Da müssen wir uns dann wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal eine Verbesserung halt auf jeden Fall überlegen. So für den Moment reicht das erstmal, ist das erstmal noch in Ordnung. Aber eigentlich müsste man dann nochmal gucken, dass man da wahrscheinlich nochmal deutlich mehr upgradet halt auf jeden Fall. So packt er dann nämlich immer nur einen Kohleerz rein, überprüft wieder und packt dann halt die ganze Zeit. Also das sehen wir jetzt hier so im Crafting-Status, sehen wir das hier, zack, hat wieder einen Kohleerz reingepackt und ja. Dementsprechend ist das ist natürlich zu wenig. Das ist ganz, ganz klar. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir da nochmal improvisieren oder beziehungsweise da nochmal das Ganze improven. Aber auf jeden Fall funktioniert die Automatisierung schon. Ich muss mich erstmal so weit, so gut erstmal um nichts weiter kümmern. Das ist erstmal schon mal wieder ein weiterer Fortschritt, eine kleine Automatisierung. Und ich möchte euch einmal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet, wir haben jetzt einmal den Level-Emitter und der ist eingestellt. Wir gucken mal, dass wir hier einmal ja, freie Hand, so schön, sehr schön, auf den Level-Emitter klicken und da drin stehen jetzt 1000 als Einheit, Block of Coal und emit, wenn Levels are below limit. Bedeutet ganz einfach, wenn das Limit nicht erreicht ist, sondern ein Whetstone-Signal ausgeben. Über 1000 gibt da keine Whetstone-Signal mehr aus. Schön. Dann haben wir hier einen Exporter und wir haben einen Block of Coal und wir haben eine Crafting-Card und eine Whetstone-Card. Crafting Card ist dafür zuständig, dass er dann halt im Grunde genommen craften soll. Und die Whetstone Card ist, um Whetstone Interaktionen zu ermöglichen von den Exportgeschichten. Und der Export Bus ist aktiv, wenn er ein Signal bekommt. Das muss eingestellt sein. Und do not use stocked items, only craft items while exporting. Das bedeutet ganz einfach. Wie funktioniert das Ganze? Wir sagen, dass dieser Export-Bus aktiv werden soll, wenn er hier im ME-System unter 1000 Kohle findet. Und dann soll er sozusagen, soll dieses ME-Interface einmal in den Export-Bus einen Block of Coal reinpacken. So. Bedeutet halt im Endeffekt, dadurch, dass wir den Export-Bus an ein ME-Interface angeschlossen haben, geht das direkt wieder ins System. Könnte man natürlich auch in eine Chest machen oder in irgendwas anderes. Aber in dem Fall geht es wieder ins System rein.
Bedeutet, wir sagen hier im Grunde genommen, wenn dieser Export-Bus aktiv ist, wenn er ein Signal bekommt, dann soll er, dadurch, dass wir jetzt hier die Einstellungen gesagt haben, do not use stocked items, only craft items while exporting. Diese Einstellung sagen wir, er soll definitiv ein Item craften. Und dadurch, dass er halt unter 1000 Blöcke auf Coal immer wieder ein Signal bekommt, craftet er hier permanent irgendwas. Und das ist natürlich tipptopp halt entsprechend halt für uns. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Das bedeutet halt ganz einfach, dass wir automatisch craften, wenn unter 1000 sind und das Item auch direkt durch das ME-Interface wieder zurück in unser System halt entsprechend. Das ist der Hintergrund. Und jetzt müssen wir hier natürlich nochmal gucken, dass wir die Block of Coal-Geschichte definitiv nochmal improved bekommen. Müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal irgendwie was verbessert hinbekommen. Das heißt, wenn wir hier mal gucken, also hier haben wir immer wieder einen Block of Coal und wir kriegen es gerade nicht hin, weil gerade so viel verbraucht wird. Block of Coal, dass wir da sozusagen über 1000 halt kommen, weil halt die Kohle halt entsprechend nicht ausreichend da ist, um sozusagen den Block of Coal entsprechend vernünftig herzustellen. Das heißt, da muss man noch mal gucken, dass man da vielleicht noch mal eine weitere hinbekommt. Aber das wollte ich euch einmal zeigen mit dem ME-Interface, Autocrafting, ME-System und Bestellen von Items, wenn man das halt so möchte, wenn eine bestimmte dritten ist. Und was das natürlich auch für Konsequenzen hat für unsere ganzen Rohstoffe hier, die wir hier haben. Also das betrifft nicht nur Sulfur-Dust an der Stelle, wo wir hier Block of Coal haben, sondern das betrifft dann auch noch hier theoretisch, hier hinten haben wir den Chemical Dissolution Chamber Fluorid nämlich zum Beispiel. Also der Fluorid-Block, den müssten wir eigentlich auch immer wieder bestellen sozusagen. Dann bräuchten wir eigentlich hier den Chemical Oxidizer. Da bräuchten wir sozusagen hier Lithium, Yellow Cake Uranium und so weiter. Und eine Sache, die ich noch mit euch da im Grunde machen möchte, ist, dass wir einmal gucken. Das habe ich nämlich schon mal vorbereitet at RF Tools. Das heißt, wir brauchen die Smart Wrench. Da habe ich nämlich auch schon mal eine gebaut. Habe ich sogar zwei irgendwie. Okay. Und vielleicht ist das auch eine Buggy. Ja, man weiß es nicht. Nobody knows. Okay. Gehen wir einmal hier rein. Zack, zack, Rechtsklick, Rechtsklick, Rechtsklick. Okay, das. Ein bisschen viel vielleicht, weiß ich nicht. Ne, reicht. Okay. Und wir brauchen auf jeden Fall ein paar Textmodule dafür. Text. Text. Oh, haben wir gar keine mehr. Okay, drei Stück. Weil damit hab ich angefangen gehabt, ein bisschen rumzuspielen, weil der Überblick ganz einfach verloren geht, was ich in die Interfaces da reinpacke und so weiter und so fort. Und ich würde das ganz gerne einen Blick halt sehen wollen, was ich da entsprechend reinpacke. Das bedeutet, wir haben jetzt einmal Text, es gibt da bei den Screens ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, sozusagen Informationen zu projizieren. Hier schon mal ein bisschen rumgespielt gehabt. Hi, I am Dylan. Das ist ein Test. Und wir sehen hier, ich habe auch mal ein bisschen rumgespielt mit dem Energiemodul. Das hat allerdings in Kombination mit Mechanism nicht so besonders gut funktioniert gehabt. Muss ich nochmal gucken, ob man da nochmal eine Verbesserung durchaus hinbekommt. Muss man mal gucken. So, zack. So, und jetzt können wir hier auf jeden Fall mal verschiedene Textmodule packen. Und jetzt können wir hier den Text festlegen. Bedeutet, wenn wir jetzt hier sagen, okay, wir haben einmal 1000 Block of Coal. Das bedeutet, das wäre auf jeden Fall ganz gut. Block of Coal. 1000. So, dann haben wir als nächstes haben wir, muss ich mal gucken, haben wir hier den Level-Emitter Coal 10.000. Coal 10.000. Haben wir hier auch nochmal zur besseren Lesbarkeit, haben wir einmal 1000. Okay, sehr schön. Und haben wir hier auch schon was gemacht? Weiß ich nämlich noch gar nicht. Ja, haben wir Sulfur Dust. Sulfur Dust und Thermoserious bei 1000. Sulfur Dust Thermal. So, okay, dann bin ich mal gespannt, was er macht draus. Vielleicht nicht alles. Mal gucken.
Und einmal haben wir hier so einen Screen Controller Scan. Dann müsste er hier eigentlich angegangen sein. Mit ganz viel Glück. Okay, also nicht hundertprozentig. Okay. Nicht. Ja, da müssen wir irgendwas wegnehmen. Sulfur. Ja. Das würde auch reichen. Vielleicht, wenn ich hier nochmal sage, okay, Thermasterius. Ne, das hat ja nichts gebracht. Okay, stimmt. Ja, okay, das ist natürlich Quatsch. Zack. Ja. Türme. Okay. Gut, haben wir. Okay, da fehlt. Aber machen wir TH und dann passt das. Das sollten wir hinbekommen. Türme ist hier. Genau. TAS als Abkürzung Terminal Series 1000. Kohle 10.000 und so könnte man das dann hier weiter fortführen, dass man dann halt natürlich entsprechend halt sagt, okay, hier die Screens und so weiter, ne, die könnten halt entsprechend sein. Wir können natürlich nochmal gucken, ob wir, oh, jetzt haben wir den Screen hier zerstört, das ist natürlich nicht so gut. Ja. Model Wrench, zack. Oh. Okay, der ist jetzt glaube ich wieder nicht erfasst. Das bedeutet, wir müssen nochmal scannen. Ich hoffe, dass der Text auf jeden Fall noch drauf ist. Scannen. Wäre wünschenswert. Okay, ja, Text ist noch drauf. Sehr schön. Okay, genau. Das ist im Grunde genommen so eine Möglichkeit, wie man Sachen halt auf jeden Fall automatisieren kann. Es gibt dann in einer späteren Version gibt es noch über Lazy AI noch eine Möglichkeit, nämlich ab der 1.18.5, um sozusagen solche Aufträge halt ganz einfach zu pushen. Aber an der Stelle muss es das im Grunde genommen erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.